Hallo Konfuzei, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, euer Josie. Und jetzt, jetzt besser. Jetzt habe ich mein Mikrofon aus. Ich weiß ja, dass es funktioniert, deswegen muss ich mich da nicht selber hören. Das ist manchmal ganz schön schwierig, wenn man da auf den Stream kommt und dann hört man sich und dann ist man doch zu hören und wieder nicht. Und genau. Also, heute haben wir wieder die tiefen Waterdeeps vor uns, und zwar mit Eye of the Beholder, dem Dungeon and Dragon Spiel aus dem Jahre 91. Und wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, hoffe ich zumindest, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe extra mal hier alles angemacht, was es an Tönen und so gibt, und hoffe, dass das so funktioniert, wie das soll. Und wir nicht wieder 3, 4, 5 Mal neu starten müssen, bis wir dann endlich richtigen Ton und richtigen Sound und alles so haben, wie wir es wollen. Das wäre natürlich nicht Sinn der Sache. Ich mache jetzt als allererstes mal, wenn ich gestartet habe, den Ton aus. Nicht den Ton aus, sondern natürlich die Musik aus. So, genau. Denn die brauchen wir ja heute nicht. Es wäre ja unsinnig, wenn ihr die dann hört und dann ist da nichts zu machen. Also, hallo geht natürlich an alle, die mir schon zuschauen. Ich weiß, dass das mindestens, wenn nicht noch mehr sind, nein, ich weiß, dass da einige schon dabei sind. Also zumindest Xautina und die Lady Asmodana sind da. Und den Kontrollstream habe ich hier auch laufen, also kein Probleme. Und ja, wir schauen einfach mal. Wie auch beim letzten Mal, es gibt keine Donation-Anzeige, aber wenn ihr irgendwas macht, was eine Donation hervorruft, wird das angezeigt. Und das wird hier unten dann auch die Tage, wenn wir dann, wenn wir es dann machen, wird das zu sehen sein. Heißt also, ihr seht dann im Nachhinein trotzdem noch eure Sachen, wenn ihr da irgendwas gemacht habt. Was ich aber eingeschaltet habe diesmal, ist der Chat, und zwar läuft der unten als Side-Chat durch. Das ist ganz praktisch, dass, wenn ich mal was übersehe, so kann ich unten hingucken, da steht, hat jemand was geschrieben, und sehe das dann. Und so sollte das eigentlich funktionieren unter Umständen, denke ich zumindest mal. Ansonsten habe ich ja meinen Kontrollstream, auf dem ich das sehe. Und wir sind dann dabei. Gut, ich würde sagen, wir wechseln erst einmal jetzt hier rüber in die Live-Ansicht. Da seht ihr aber noch nichts, weil da läuft noch nichts. So, jetzt werde ich als erstes mal hier den Ton von der Links ausschalten. Jetzt sollten wir eigentlich gleich unseren alten Spielstand sehen, hoffe ich zumindest. So, alter Spielstand laden, mal gucken, was er macht. Ah, okay, er hat ihn geladen. Sehr schön, wir können also weiterspielen. Gut, wir waren das letzte Mal in der zweiten Ebene gewesen, und wir werden uns jetzt dann dazu bemühen, langsam wieder nach vorne zu kommen. Genau. So, also fangen wir da mal an. Also, ich hoffe, dass wir jetzt die richtige Möglichkeit sehen. Ach so, nee, ich muss ja erst noch die Tür wieder aufmachen. Genau. So, zack. Da ist eine Potion. Die nehmen wir mal auf. Die geben wir mal ihr hier. So. Was ich festgestellt habe beim letzten Mal ist, dass wir da war ein ich glaube, das liegt daran, dass wir zack, so. Es ist gar nicht einfach. Also ich weiß, dass wir das letzte Mal einen Weg hatten, und das Problem ist, dass durch diesen einen Weg, also es gibt da eine Möglichkeit, Dings zu machen, da rauszukommen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier weiterlaufe und wir nicht in diesen Gang kommen, wo wir hinwollen, dass wir dann da, ja, ich verlaufe mich hier jetzt, hier geht es nicht weiter, ja doch, da ging es doch weiter. So, jetzt ist ja das Problem, dass ich nicht weiß, wo wir sind.
Und deswegen, also wir haben uns jetzt hier irgendwo total verirrt. Es gibt hier nämlich einige Teleporterplatten, die uns nicht dahin führen, wo wir hinwollen. So, und das ist das große Problem, dass wenn ich diese Teleporterplatten nicht ausschalte, das heißt, diese Teleporterplatten falsch benutze, dass wir dann dahin kommen, wo wir nicht hinwollen. Ah, da kommt was. So, jetzt werden wir mal. Okay. Gut. Also selbst die Monster sind davon betroffen. Ah, da ist er. So, der ist schon mal hin. Aber hier läuft noch anderes rum, das hören wir ja. Das heißt, wir müssen irgendwo gucken, dass wir diesen Eingang finden, den wir hatten. Und das wird gar nicht so einfach werden. So, zack, zack, so. Das ist dahin. Ah, was haben wir denn da? So, der nächste. So, jetzt haben wir alle Monster erledigt. Wir hören nämlich im Hintergrund nichts mehr. Das Problem ist, dass ich jetzt aber nicht weiß, wo die hergekommen sind und wo wir hier runterkommen. Also da geht's nicht weiter. Ich weiß, dass wir zu einem Gang müssen, durch den wir dann teleportiert werden und dahin gebracht werden, wo wir hinwollen. Ich habe nämlich Karten gefunden, aber das Problem ist dadurch, dass ich natürlich nicht aus dem Spiel jetzt rausgehen kann, ohne dass wir. Ah, da geht's lang. Ah, okay, gut. Dann gehen wir mal hier durch. So. Gut. Gut, wir sind jetzt an einen anderen Ort gebracht worden, aber das ist nicht der Ort, an den wir wollten. So. Gut, also hier geht's nicht weiter. Wir durchsuchen jetzt mal hier alles, was wir durchsuchen können. Das Problem ist nur, dass ich das Gefühl habe, dass wir nicht so viele Möglichkeiten haben. Und ich einfach vermute, dass wir. So, jetzt sind wir in diesem Raum hier. Was steht da? Nur die Starken sollen passieren. Ja, das wissen wir doch. Aber. Okay. Gut, also hier ist ein Durchgang. So, da haben wir die Tür aufgemacht. Und irgendwo ist hier jemand, der läuft. Das hören wir. Die Frage ist nur, wo? Ah, das war die Wand da.
Wir hatten doch gerade noch einen Schalter gesehen. Okay. Ja, das ist. Ich weiß, man kriegt immer gesagt, man soll hingehen, man soll zusehen, dass man redet. Ich bin da auch selbst einer derjenigen, die da immer gerne die entsprechende Dings macht. Aber, ja, also wir müssen jetzt gerade mal kurz hier das Spiel speichern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich muss gerade mal kurz aus dem Spiel raus. Und dadurch wird natürlich auch das Spiel wieder ausgemacht, genau, weil ich brauche das. Okay, so gut. Genau, so und jetzt starten wir das Spiel hier nochmal. Synchronisation, groß, Enter, 4, 1, ja, genau. Jetzt ist es immer ein bisschen schwierig mit dem ganzen Gemache, bis man alles so hat, wie man es möchte. Vor allen Dingen, weil er mir dann auch, wie gesagt, das Spiel nicht in der richtigen Größe gemacht hat. Ich muss da mal gucken, ob ich da irgendwo eine Möglichkeit finde, das im Fenstermodus zu machen. Weil eigentlich wollte ich es nicht im Vollbildmodus haben. Aber es bringt mir natürlich nichts, wenn ich dann nichts auf der Dings machen kann. Und sehe dann, kann dann keine euch keine Möglichkeiten machen, dass ich dann raus kann, wenn ich es brauche. So, okay, also gucken wir weiter. So, also hier kommen wir nicht weiter. Gut, das ist natürlich jetzt so. Also hier sind wir schon mal gewesen, das weiß ich, weil da haben wir ja auch die Dings gefunden. So, ich muss dazu sagen, heute ist es ein bisschen schwieriger mit der. So, da war ein Dolch. So. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Da ist einer. So, da ist auch. Da ist nur der Starke soll passieren. Das ist zwar hier jetzt. Ah, jetzt sind wir wieder am Eingangspunkt. So. Jetzt gucken wir mal. Also, wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir natürlich wieder zu dieser Möglichkeit, dass wir da. Zack, zack, okay. Dann, wenn wir da lang gehen, kommen wir runter und kommen hier lang. Das Problem ist, dass wir hier natürlich auch nichts haben, wo wir durchkommen. Das ist nur, wenn wir von oben runterfallen, dass wir wieder hochkommen. Den Punkt hatten wir ja schon. Das ist gar nicht so einfach. Ich probiere noch mal was. Also ich kann euch schon mal sagen, also die nächsten zwei Spielrunden, die wir hier haben, geht vorsichtig. Die nächsten zwei Sachen, Spiele, Aufnahmen, die ihr bekommt, die werden nicht online sein wahrscheinlich, weil ich nicht dazu kommen werde, den Stream zu machen, sondern ich werde die Sachen aufnehmen und werde sie dann online stellen. Das heißt, ihr werdet die weiteren Sachen kriegen. Wenn wir heute also nicht besonders weit kommen, dann können wir im Endeffekt eins machen. Ich kann dann in dem Sinne, natürlich habe ich den großen Vorteil, ich kann dann entsprechend, da war ein Schlüssel drinne. So, wenn ich jetzt nochmal rüber gehe, werde ich ruhig runterfallen. Aber nichts in der Sache, also gehen wir wieder zurück. Dann auf, dann endet, wird die zugemacht. Okay. Also es ist schwierig. Hier kommen wir nicht weiter. Dann können wir mal hier lang. Zack. Ah, das ist wieder dieser Weg, den wir schon mal hatten. Wir werden erst in die Richtung geworfen. Da ist die Rune zum Durchgehen. Da ist die Rune wieder zum Durchgehen. Und dann, also
Das ist eigentlich ein Zeichen, dass man da etwas werfen soll. Man kann natürlich auch mal gucken. Moment mal, das fällt mir gerade ein. Wir haben doch den. Oh, das ist es nicht. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Machen hier zu und machen mal einmal zu. Also das funktioniert nicht. Gut. Dann drehen wir uns mal in die Richtung. Auch nicht. So. Gut, also es ist verwirrend, weil diese Rune sagt eigentlich, man soll einen Dolch werfen oder etwas, überhaupt etwas werfen, um dann weiterzukommen. Und das funktioniert hier aber irgendwie nicht. Zumindest nicht so, wie es soll. So, jetzt machen wir nochmal dahin. Auch nicht. Okay, gut, dann heben wir auf jeden Fall mal den da auf. Den da auf. Das ist sehr verwirrend, weil diese Rune, wir haben jetzt jeden einzelnen Platz ausprobiert. Wir haben hier ausprobiert, wir haben da ausprobiert und das hat nicht funktioniert. So, ich weiß, dass wir hier rauskommen. So, dann kommen, nee, da kommen wir nicht raus, da kommen wir raus. So, gut, wenn wir jetzt da lang gehen, dann kriegen wir die Dings, dann können wir hier durchgehen. Ah, okay. Ah. Gut. Heißt. Ah. Okay. Aber das ist der Weg, den wir reingekommen sind. Gut, das ist nicht das, was wir wollen. Heißt. So, zack. Da. Da nicht. Da auch nicht. Und da. Okay, gut. Das ist klar, das ist aber der Weg, den wir ja reingekommen sind, den wollen wir ja natürlich nicht durchgehen. Das ist ja unsinnig. Das ist blöde. So, und jetzt kommen wir hier. Dann haben wir, das ist dieser Weg, den wir kriegen, wenn wir da durchgehen und da durchgehen, dann kommen wir wieder an diesen Punkt. Hier haben wir ein Fach und da haben wir einen Durchgang. So. Dann haben wir da den Durchgang, wenn wir hier zurückkommen. Und da haben wir einen weiteren Durchgang. So, und wenn wir jetzt hier drin sind, da haben wir aber diesmal nichts irgendwo stehen. Ich will trotzdem mal ausprobieren, nicht, dass wir hier irgendwo was verpasst haben. Eins, zwei, drei. Okay. Sehen wir uns hier rum. Gut, das funktioniert nicht. So, dann gehen wir rum. Funktioniert auch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal eins vor. Gehen uns nach da. Funktioniert auch nicht. Das war mein Mann, der im Hintergrund immer noch nicht mitbekommen hat, dass ich heute streame. Ja, und deswegen laut und deutlich gesagt hat, wie er das Klo anmachen soll. Ich bin am Streamen. Ja. Ja. Du, das ist nicht schlimm, aber ich finde es schön, dass du jetzt wunderbar redest und dass alles schön in die Aufnahme reinkommt. Ja. Also ich sag jetzt mal, ich hoffe, das wird nicht gehört. Das muss ich da nicht rausschneiden, beziehungsweise total leise machen, weil rausschneiden ist immer so eine Sache. Ton, das hab ich noch nicht rausgefunden, wie mein Ton aus etwa. Okay, das dürfte aber der Ausgang sein, durch den wir reingekommen sind. Deswegen dürfte das funktionieren. Aber ich habe immer noch, wie gesagt, ich finde nicht den Ausgang in diesem Ding. Das ist echt zum Mäusemelken, kann ich euch sagen. Jetzt haben wir den Weg auch durchgenommen. So, jetzt kommen wir hier. Das ist der Weg, den wir reingekommen sind. Genau. Ja, jetzt ist, da ist eine Rune, da ist eine Rune.
Das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir wieder raus. Im Zweifelsfalle würde ich jetzt sagen, das hat mit diesem Teleporter zu tun, dass wir den verändern. Aber die Frage ist, wie verändern wir diesen Teleporter? So, was steht hier nochmal? Nicht alles ist, wie, was es scheint. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden. So, also auf dieser Seite haben wir alles durchgemacht, auf dieser Seite auch so. Das heißt, so hier kommt nur der Starke soll passieren. Das ist klar. So. Also, dann gehen wir mal jetzt diesen Gang hier entlang. Gucken uns hier um, gucken uns da um. Gehen da mal gucken, ob wir hier irgendwo durchkommen. Also ich weiß, dass wir irgendwo durch müssen, dass wir durch irgendeinen Teleporter müssen und auf diesem Teleporter kommen wir dann zu einem Gang. Da führt ein Gang eine kleine Nische ab und dann führt ein, so wie hier, aber die ist dann zu und hier. Und da ist dann der Durchgang mit der Treppe nach unten. So. Das ist aber hier ja nicht sichtbar. Das sehen wir ja. Also, ja. Ich probiere jetzt einfach mal hier wirklich jede. Moment. Ah, nee, das haben wir ja gemacht. Ja, das ist ja in Ordnung. So. Gut. Wir haben darauf was geschmissen. Dann ging das Ding hier auf. Aber jetzt ist die Frage, was ist da, dass wir. Warum sollten. Ah, ich glaube, da hatte was gelegen gehabt, genau. Und da war ein Monster dahinter. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, weil da wollten wir ja nicht hin. So. Es ist gar nicht so einfach, sag ich schon. So, hier ist dieser Gang. So. Dieses Relief sieht bekannt aus. Okay, gut. So. Wenn wir jetzt hier reingehen. Kack. Gut. So. Jetzt gehen wir hier rein. Gehen da rein. So. Okay. Ah, hier ist eine Tür. Die hatten wir noch nicht. Gut. Mal gucken. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch einen Schlüssel. Oder auch nicht. Gut, aber wir haben Lockpicking-Zeug. Mist. Gut. Oder auch nicht. So, dann müssen wir aber. Ah, da ist da ist ein Skelett. Das ist doch schon mal was anderes. So, das haben wir schon mal tot. Jetzt rennt er weg. Ups. Da müssen. Also Skelette sind echt. Also, okay, wer hat jetzt das Skelett hingeht mit Dings gemacht? Einem Ding. Aber wir sind jetzt schon mal dahin, wo wir vorher nicht waren. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir von hier dahin, wo wir hinwollen? So. Ah, Moment mal. Den Gang kenne ich. Also irgendwo ist hier noch ein Monster. Das höre ich. So. Das ist die Tür, die wir. Wir schaffen es nicht, die Tür aufzukriegen. Aber wir müssen da irgendwie durch. Das weiß ich. Ah, da ist noch ein. So. Und irgendwo ist noch eins.
Das hört man nämlich. Das ist das Schöne. So. Wir finden unseren Weg schon. Ich weiß, dass dieser Teleporter mehr als einen Gang besitzt. Huch, jetzt bin ich da. Müssen wir drauf. So. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Also diese Tür ist schon mal sehr interessant. Durch diese Tür müssen wir wahrscheinlich durch, aber ich weiß nicht, wie wir da durchkommen sollen. Uns fehlt nämlich immer noch ein Schlüssel. Und wir haben keinen Schlüssel mehr. Und wir haben auch. So. Also gucken wir mal, ob wir hier. Zack. Das ist der Gang. Gut, wenn wir da lang gingen. So. Ah, da ist ein. Ist ein. Ein Zombie. Oh, zwei Zombie. Ein Zombie weg. Zweiter Zombie rennt weg. So, Zombie tot. Aber nächster Zombie ist schon zu hören. Oder noch irgendwas. Also irgendwas läuft hier noch rum. Die Frage ist nur, wer und wo. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich. Ah, da. Gut. So. So. Und man hört noch was laufen. Gut. Irgendwo finden wir noch einen Schlüssel, der uns durch diese eine Tür bringt. Die Frage ist nur, wo wir diesen Schlüssel finden oder bei wem wir diesen Schlüssel finden. Und ich hoffe, dass wir das doch in diesem Jahrhundert schaffen und nicht erst im nächsten. So, ich wollte gerade sagen, da ist schon wieder die Dings, aber. Moment. Ah, da kommt was. Also hier rennt noch eine ganze Menge Zeug rum, wenn man das so hört. Also das war weiter weg. Man kann relativ gut hören, wo sich die Gegner befinden, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir in diesem Gangsystem hier durch irgendwelche geheimen Teleporterstationen einfach von A nach B geschickt werden, und zwar dahin, wo wir nicht hinwollen. Und das Problem ist, dass ich hier halt auch keinerlei Orientierung habe, wo wir im Gangsystem sind. Ich will jetzt auch nicht schon wieder speichern und sagen, okay, wir machen den ganzen Kladderadatsch nochmal von vorne. Und ich hätte mir die Karte beim letzten Mal aufmachen sollen, weil dann hätte ich gucken können, ah, okay, da sind wir, da müssen wir hin. Das ist aber. So. So, jetzt ist die Frage, welche Tür ist zu? Die ist zu. Okay. Dann gehen wir mal hier durch.
Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin schon mal waren. Aber jetzt kriegen wir die Tür. Oh, Moment mal, wenn wir jetzt das ausdrücken und das, dann kriegst du die Tür zu. Wenn wir das machen, ist die Tür auf. Wenn wir das machen und das machen, ist die Tür zu. Gut. Okay, also ein Gruß geht an den Kistenkater. Und damit du weißt, wo wir sind, wir haben mittlerweile einen neuen Gangteil geöffnet. Das Problem ist nur, wir finden einfach kein Durchkommen. Man hört, dass irgendwo Monster durch die Gegend robben. Ah, da, ich habe ihn gesehen. Da ist er. Ups, das war jetzt natürlich nicht so intelligent. Gut. So, also jetzt haben wir den. Nee, irgendwo läuft da immer noch was rum. Das Problem ist, uns fehlt ein Schlüssel. Und unser Superschurke ist nicht in der Lage, die Tür zu öffnen, die uns wahrscheinlich dahin bringt, wo wir hin müssen. Ja, und wir haben uns in irgendeinem Gangsystem hier komplett verlaufen. Und ja, ich suche jetzt gerade wieder den Teleporter. Wenn ich den finde, dann sollten wir den nächsten Gangteil ausprobieren können. Aha, hier ist. Oh, jetzt sind wir eingesperrt. Was steht da? Eingangsebene. Okay. Ah! Umerziehungsebene. Interessant. Hey! Sehr schön. Wir haben eine neue Ebene. Ich glaube, wir sind da, wo wir hinwollen. Gut, dann geht's mal hier weiter. So, aha, hier haben wir einen Helm. Den kriegt auf jeden Fall mal unsere Kriegerin. So, dann kriegt unsere Schurkin wieder ihre beiden Dolche. Hey, wir kommen voran. Wir kommen voran. Manchmal muss man einfach nur ausprobieren und schon funktioniert das Ganze. Aha. Oh, shit. Das ist jetzt natürlich nicht so der Sinn der Sache. Oh shit, das ist ganz, ganz übel. Ah, oh Mann. Hoffentlich schaffen wir das noch. Das Problem ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob wenn ich. Wenn ich jetzt. Ah, die. Ah, jetzt. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich hier auf Ausruhen gehe, ob. Ah, die wird natürlich nicht mehr geheilt, das ist klar. Dies ist jetzt natürlich ganz, ganz übel. Das heißt, wir müssen eine frühere Spieloption laden und müssen dann da weiter, da nochmal machen, wo wir hinwollen. So. Ich habe jetzt hier gemacht. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder zu dieser Tür, zu diesem Durchgang kommen, bei dem wir gerade waren. Das ist jetzt natürlich sehr lustig, weil ich nicht weiß, wo der ist. Aber wir werden den finden. So, wir sind einmal hier. So, das war nur die Starken sollen passieren. Das heißt, da sind wir lang gelaufen. Und dann sind wir, glaube ich, hier lang gelaufen. Nein. Nein.
Ach, ist das schön, wenn man nicht. Also, wenn wir das nächste Mal. Ah, da ist der Ding. So, also, da gehen wir jetzt rein. So, dann sind wir da. Dann sind wir den Gang entlang. Und kamen dahin. So, da kamen wir dann aber nicht weiter. Ah, da kommen wieder die Dings. Okay. So. Perfekt. So. Wenn wir das nächste Mal jetzt an diese Tür kommen. Wo wir rein sind und dann durch die Eingangsebene, dann werden wir, ah, da war einer, da ist noch einer, so, zack. Oh, das sind zwei, okay. So, den haben wir auch weg. Gut, sehr schön. So. Da ist der. So. Ich will gucken. Wir kriegen das schon hin. Also, wir kommen dahin, wo wir hin. Wir wissen jetzt, dass wir in diesen Eingang müssen. Und in dem Gang. Dann in diese Tür rein und dann können wir von da aus verschiedene Ebenen betreten. So. Die Frage ist nur, wo war dieser Raum? Also hier waren wir vorhin nicht, als wir gerade eben durch sind. Das ist. Aber wir werden den Raum finden. Ah, hier ist er. Genau, hier ist er. So. Ich mache jetzt mal hier zu. Wir machen jetzt eins. Wir machen jetzt erst einmal Spiel speichern. So. Genau. Und bevor wir dann nach unten gehen, werden wir uns ausruhen. Okay. Für Zauber beten. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, sie hat einen hier. Gift-Person festhalten. Flammenklinge. Wir bräuchten natürlich jetzt, wäre natürlich wunderbar genial, wenn wir eine Möglichkeit hätten. Hier leichte Wunden heilen nochmal. Das ist eine Stärkung, nein. Person festhalten, Gift verlangsamen. Stärkung. Wenn wir es schaffen würden, nochmal kurz ausruhen. So. Genau. So, wenn wir natürlich einen Spruch hätten, mit dem wir Dings vom. So, wir sind jetzt in der Eingangsebene. So, jetzt machen wir zack. Jetzt hat sich der Raum bewegt. Jetzt sind wir in der Umerziehungsebene. Genau, dahin wollten wir. So, und jetzt werden wir gucken, dass wir als erstes mal die hier platt machen. Gut, okay. So, jetzt haben wir sogar zwei Helme. Das ist sogar noch ein bisschen besser als das, was wir gerade eben hatten. Das heißt, das können wir nämlich auch die Dame hier ein bisschen Schutz versehen. Man ist zwar immer ein bisschen so problematisch, wenn man eine Priesterin, beziehungsweise nein, keine Priesterin, eine Jägerin mit einem Metallhelm versieht, aber auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal besser als vorher. So, und auch wenn das Ding. Was wichtig ist bei solchen Spielen, das könnt ihr euch mal merken. Speichern, speichern, speichern. Wenn ihr speichern könnt, speichert. Damit ihr nicht Dings. Aber ich sehe hier gerade, ja, Dings, ich muss ganz ehrlich sagen, Kistenkarte, ich habe mittlerweile auch völlig die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, was wir machen. Ich renne einfach drauf los. Wir wissen jetzt, dass dieser Raum uns durch die Gegend drängt. Und wir schon mal zwei Ebenen da haben. Vielleicht hat er noch eine dritte Ebene. Das könnte durchaus sein. Und dann hätten wir natürlich die Möglichkeit, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Wir suchen hier einen Weg nach unten. Das ist das, was wir machen müssen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie zum Geier kann die ihre Zauber wirken. Ah, die kann sie wahrscheinlich nur wirken, wenn hingeht, wenn nichts ist. Okay, gut, dann probieren wir mal hier rein, was Sache ist.
So, und schon haben wir die nächsten. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Axt. Äxte sind immer besser als allerdings. Aber was wir jetzt natürlich auch haben, ist, wir haben da hinten einen Bogen. Das ist jetzt natürlich für unsere Waldläuferin perfekt. Die Schurkin ist wieder so eine Sache. Jetzt muss ich mal gucken, kann die Schurkin mit den mit einer Dings umgehen, mit einer Axt? Weil dann würde ich nämlich sagen, wir machen ihr hier eine Dings. So, sie kann mit einer Axt umgehen. Sehr schön. Das heißt, wir machen jetzt einmal hier drauf und einmal hier drauf. Und dann haben wir nämlich jetzt hinten jemanden Ding, den wir notfalls dann auch noch umwandeln können mit der mit Pfeilen schießen kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und die Jägerin mit Pfeilen schießen lassen ist immer gut. So. So. Gut. Das hat schon mal wunderbar funktioniert. Jetzt fällt mir aber nur ein, wir sollten natürlich der Schurkin, die hier vorne sitzt, den Helm geben. Aber wir haben hier noch einen Helm. Das heißt, wir können jetzt ihren Helm geben. So, sie kriegt einen Pfeil und unsere Priesterin wieder ihren Stein. So, dann haben wir schon mal das. Und hier wieder zumachen. Also es funktioniert jetzt ganz gut, muss ich sagen. Wir kommen hier ganz gut voran. Da kommen die nächsten Skelette. Also Waldläufer beziehungsweise ach, wie heißt's? Elfen sind natürlich prädestiniert für Bögen. Sowas haben wir hier. Das ist eine Magierschriftrolle. Wir müssen irgendwo gucken, dass wir einen Magier finden oder jemanden, der uns den Scheiß abkauft. Weil langsam wird es nämlich. Ja, müssen wir gucken. Also kriegen wir aber schon hin. So, wir machen noch die Ebene, bevor wir hier mal eine. So. So, jetzt haben wir für alle, jetzt hat jeder hier einen Helm. Jeder hat seine Waffe, die er gut benutzen kann. Wäre natürlich jetzt noch schön, wenn wir jetzt noch einen Stein finden würden. Dann hätten wir nämlich zwei, hätten wir nämlich bei der Priesterin alle Steine. So. Und was wir jetzt aber machen ist, bevor wir jetzt weitermachen. Ah, das ist doch schön da. Okay. Ah, interessant, interessant. Wisst ihr, wo wir jetzt sind? Jetzt sind wir in dem Raum, wo. Nee, das ist ein anderer Raum. Interessant. Okay. Gut, ja, doch nicht. Ich dachte, das wäre der Raum, in dem wir vorhin waren. Aber ist natürlich gut, wenn wir das so. Da ist die Wand wieder unten. Okay, gut, also wir lassen die Wand aber mal offen. Da kommt ja von da nichts. So, und wir machen jetzt erstmal eine Ausruhrunde. Sollen natürlich alle geheilt werden, klar. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir werden gleich mal gucken wegen Essen. Alle sind ausgeruht. Dann werden wir einmal zwischenspeichern, wie immer. Werden mal auf die Uhr gucken, wie spät wir haben. Ah, okay, wir haben noch eine Stunde. So, gut. Dann gehen wir mal hier hin. So, essen. Langsam gehen uns aber die Rationen aus. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Wir müssen darauf achten, dass wir da keine Probleme kriegen. So, gut. Dann machen wir hier mal weiter. Da haben wir nämlich noch ein paar. Ja, immer die, wo am kleinsten sind, die kriegen es hin, die Leute Platz zu machen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Den nach da. Zack, zack. Und den dahin. Dann haben wir hier die Axt, die brauchen wir aber nicht. Irgendwo sind noch welche am Rumlaufen. Das hört man ganz deutlich. Denke mal, dass wir hier noch eine Tür haben, wo welche drinne sind. Die Frage ist nur, das ist der Durchgang. So.
Überall sind aber jetzt die Gänge aus. So gucken wir uns mal die Wände der Gänge an, ob wir da irgendwo einen Durchgang haben, den wir übersehen haben. So, da ist auch nichts drin. Hier. Nee, da ist nichts, da auch nicht. Also irgendwo läuft noch was rum, das hört man ja. Die Frage ist nur, wo? Das ist der Raum, durch den wir sind. Mal gucken. Da geht's nach oben. Das heißt, wir sind doch da, wo ich dachte, dass wir sind. Wir sind in dem Raum unterhalb also hier ist, wenn wir jetzt hier hochgehen, landen wir wieder in dem Raum, wo die ganzen Löcher am Boden sind, wo man dann runterfällt. So. Und hier war eine Wand, die haben wir nicht gekriegt. Okay, gut. Sehr schön, sehr interessant. So. Gut. Irgendwo läuft hier noch was rum, man hört es. Man findet aber nicht den Durchgang. So. Also man findet nicht raus, wo. Gut, also nehmen wir jetzt mal den Gang hier. Drehen uns rum. Das ist da, wo wir vorhin der Raum, der sich bewegt. Wir sind in der Umerziehungsebene. Drücken hier drauf. Der Raum scheint sich zu bewegen. Ah, Todessektion. Klingt nicht sehr berauschend. Aber probieren wir es mal. Mehr als dass wir draufgehen, kann ja nicht passieren. Und wir wissen ja dann Bescheid, was Sache ist. So, wir machen die Tür auf. Treten nach links, gucken wir mal. Nach rechts gucken wir mal. Sind jeweils Wände. Ah, da ist ein Durchgang. So. Zack. Da ist ein Stein. Das heißt, wir können unserer Priesterin ihre Tasche voll machen mit Steinen. So. Wir gehen mal hier lang gucken. Da ist nichts. Da ist auch nichts, wo wir hin. Aber hier ist ein Gang. So, da ist was dahinter. So, jetzt geht's auf. Jetzt gehen wir einen Gang vor. Und jetzt kommen da. Ah, Scheibengleister. Oh, der ist etwas hartnäckiger. Gut, den haben wir. Zack. Jetzt gehen wir eins vor. Zack. Zur Seite. Nee, doch nicht. Die kommen aber gleich wieder. Das hört man schon. So, so rum. Einmal nach vorne. Jetzt müssen wir warten, bis sie kommen. Ah, da war ich zu langsam. Warten, bis er kommt. Perfekt. Haben wir sie alle platt gemacht. So viel zum Thema Todessektion. Ich frage mich jetzt, was hier Todessektion war. Weil wir haben ja. Aber da ist ein Schlüssel. Sehr schön. Und der Schlüssel sieht auch so aus, dass er in das Schloss passt, was wir dann an der einen Tür hatten. So, jetzt ist natürlich wieder die absolute Frage, wo zum Geier war diese beschnackte Tür, durch die wir durch müssen, damit wir weiterkommen. Das ist jetzt wieder sehr, sehr schön. Ja, genau. Gut, aber wir haben schon mal wieder ein bisschen mehr geschafft als vorher. Das heißt, wir können hier wieder zumachen. Wir gucken nochmal Todessektion. Jetzt drücken wir drauf. Der Raum hat sich bewegt und wir sind in der Eingangsebene. Aber ich werde euch jetzt mal kurz für 2 Minuten allein lassen mit diesem Bildschirm, weil ich muss mal ganz dringend wohin. Wieder.
kleines Leckerli geben. Das gibt es jeden Abend um die Uhrzeit. Genau. So. Ah, da bin ich wieder für euch da, damit ihr weiter zuschauen könnt und sehen könnt, was heißt. Also wir sind jetzt wieder in der Eingangsebene. Das heißt, wir sind da, wo wir vorhin schon mal waren. Und wir können jetzt gucken, dass wir dahin laufen, wo wir die Tür haben. Das Problem an der Sache ist jetzt natürlich, wo war die Tür? Ich weiß, dass wir... Aha, okay, also hier waren wir vorhin, da war die Tür nicht. So, dann gehen wir mal hier durch. Wichtig ist, dass wir an den Punkt kommen, wo dieser Dings ist, dieser, wie heißt, dieser Teleporter-Durchgang. Aber wir wissen natürlich auch aus unserem ersten Versuch, den wir hier gemacht haben, dass wir hier, ah, da ist einer. Ah, shit. Warum werfe ich eigentlich jedes Mal ein Messer auf der Seite, wo keiner ist? So. So, gut. Also den Gold schauen wir wieder. Da geht es nicht weiter. Da ist auch nicht der Durchgang. Wir suchen den Punkt, wo die... Ah, da ist ein Skelett. Mist. Wo dieses magische Portal ist, weil wenn wir da hinkommen, dann haben wir... Die Möglichkeit, die Tür zu finden, die wir suchen. So, da ist das Skelett. Das haut ab. Das werden wir aber gleich unterbinden. Bleib doch mal stehen. So, zack. 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 Okay, funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Funktioniert nicht. Ah, so, jetzt funktioniert es. Ja, es ist immer, manche Skelette sind einfach etwas träge. Die brauchen etwas länger, bis sie verstanden haben, dass sie eigentlich jetzt tot sind. Obwohl, das erinnert mich jetzt wieder an die wunderbaren Zeiten mit Ultima Online und dem toten, untoten Skelett. Ah, da ist die Tür. Sehr schön. So. Juhu, es war der Schlüssel für die Tür. Und... Wir haben den Weg nach unten gefunden. Wir sind gut. Ab in die dritte Ebene. Jo. So. Und wie sich's hier anhört, sind wir jetzt wirklich in der dritten Ebene. Das heißt, wir werden jetzt erstmal eins machen. Ganz wichtig, wir werden speichern. Aber ich habe ja gesagt, wir schaffen es heute in die dritte Ebene. Jetzt ist natürlich wieder die wunderbare Möglichkeit aufzuschreiben, wo wir lang müssen. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass das nicht funktioniert. Aber schon mal sehr gut. Da, wir kriegen das hin. So, also da ist eine Tür. Wir gucken uns erstmal alles rund um die Tür an. Da ist nichts, also machen wir die Tür auf. Im Zweifelsfall kommt jetzt hier gleich was um die Ecke. Nee, doch nicht. Gut. Aber da hinten ist was. Das sehe ich jetzt schon, auch wenn man es noch nicht richtig sieht. Aber dahinter ist wohl was. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Gut, also machen wir hier die Tür auf. Und gehen durch diesen Gang. Oh! Ah, wir sind weitergekommen. Wir haben hier einen Schlüssel gefunden. Den nehmen wir auch mit. So. Das Lustige ist jetzt, dass wir jetzt mehr oder weniger gleich eigentlich einmal im Kreis marschiert sind. Wir sind schwindlig. Das heißt, wir müssen uns... Ah, nein, halt. Schwindlig, einmal rumdrehen.
Und jetzt sind wir einmal raus. So, okay. So, gut. Ah! Ups, der hat auch einen Schlüssel fallen. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Schlüssel. Gehen jetzt aber mal. Ja, wir müssen gucken, dass wir den Pfeil wieder kriegen, den unsere. So, einmal nach da. Da ist der Pfeil. Mal weiter. Zack, zack. Weil Pfeile sind sehr, sehr, sehr selten zu finden. Oh, da ist was Flubbeliges. Okay. Und wieder das gleiche Problem. Wir haben wieder etwas verschossen, was wir nicht verschießen sollen. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir haben zwei Pfeile jetzt dazu. Sie hat jetzt vier Pfeile. Sehr schön. Das ist schon mal wieder ein Pfeil mehr, als wir gerade eben noch hatten. Gut. Gut. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall erstmal bezüglich unserer Dings hier ausruhen, weil unsere Schurkin ist doch schon ein bisschen angeschlagen und wir werden natürlich wieder zwischenspeichern, damit wir da hier keine Probleme kriegen. Genau. So, und jetzt geht's weiter. So. Gucken wir mal, jetzt geht's hier weiter. Und jetzt sind wir in einer Sackgasse gelandet. Okay. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Also irgendwo muss es jetzt hier weitergehen. So, wenn wir jetzt hier reingehen, dann geht die Tür da zu. Dann machen wir uns in die Richtung. Eigentlich gehen wir jetzt genau den Weg zurück, den wir vorhin hier reingekommen sind. So, aber wir hatten ja gesagt, ja, Moment. Nein, Moment. Wir waren hier lang und hatten da die Tür, genau. So, das heißt, hier geht's hoch. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. So. Da haben wir schon wieder einen Weg. Da haben wir schon wieder einen Durchgang. Okay. Da ist ein. Oh, wie praktisch. Eine Klerikerrolle, leichte Wunden verursachen. Das ist nicht schlecht. Die nehmen wir mal mit. Aber hier, irgendwas läuft hier rum. Also ich bin jetzt schon wieder völlig verwirrt. Ah, da ist eine Tür. Machen wir auf. Gut. Eine Tür, die auf und zu geht im gleichen Moment. Also das ist, wir haben hier auch keine Platte. Das ist immer sehr interessant. Und hier haben wir drei Schlüssel. Also eins, zwei, drei. Sehr interessant. Wir haben aber nur zwei Schlüssel bisher gefunden. Das heißt. Ah. Oh, nicht gut. Heiliges Kanonenrohr. Mann, war der schwer zu bändigen. So, den Stein hier rüber, den Dolch nach da, den nach da, dann eins nach vorne, den nach da. Aber da haben wir den nächsten Schlüssel. Das heißt, wir haben jetzt schon mal,
wenigstens einen Schlüssel mehr. Das heißt, wir haben jetzt die vier Schlüssel, die drei Schlüssel, die wir brauchen. Die Frage ist natürlich, was bringt es uns, wenn wir jetzt die Schlüssel hier alle reinstecken und... Ah, das ist was blau. Ah, da geht's durch. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich bin aber neugierig. Ich will wissen, was hier ist. Okay. So, okay. Gut. Wir haben einmal, zweimal Monster gehabt und einmal Durchgang. Sehr schön. Immerhin. Aber wir werden gleich wieder gucken, dass wir unsere... wir werden jetzt hier ausruhen, weil unsere Schurkin ist wieder mal sehr angeschlagen. Aber ist halt so. Passiert. So, jetzt müssen wir erstmal schnell gucken, wie es beim Essen aussieht. Okay, und unsere Dings hat eine ziemlich große Portion. Wir bräuchten unbedingt noch irgendwo was mit Essen. Aber wir finden schon genügend. Nur keine Sorge. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt... Ah, okay, gut, dass wir dass uns das aufgefallen ist. So, eine Magierrolle. Magie entdecken. Auch kein Mensch. So, da haben wir einen Diamanten. Diamanten sind meistens etwas, was wir nutzen können, um ja, irgendwas zu öffnen, also um irgendwo was einzusetzen. Aber gucken wir mal. So, wir machen hier auf. Wir waren hier gegangen. Also sollten wir jetzt mal gucken, nach da oder nach da. Gehen nach da ist nichts. Nach da, wir gehen nach da. So. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Also diese Ebene ist noch schlimmer als die vorherige. Ich habe bis jetzt jegliche Orientierung in diesem System verloren und weiß nicht, wo wir sind, geschweige denn, wo wir hin müssen. Ich weiß nur, dass wir nicht alleine sind. Könnt hier jemand mal vielleicht Dings anbringen? Das wäre doch mal nicht schlecht. Wegweiser. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gerade im Kreis gelaufen. Aha, da geht es auch nach unten. Ah, eine Tür. Ah, und da haben wir ein Loch, das heißt, da rein. Und seht ihr schon, haben wir den nächsten Raum. Oh, nicht gut. Gut, der lässt natürlich wieder was fallen, das ist sehr schön. Wir müssen hier uns durch diesen Raum bewegen, ohne dass wir abstürzen. Was gar nicht so einfach ist. Habe ich das Gefühl. Zumal, da haben wir ein kleines Lager gefunden. Das ist sehr schön. Also haben wir wieder einen Diamanten. Wir haben ein paar Pfeile. Die kriegt unsere... Waldläuferin, wir haben einen Heiltrank. Sehr schön. Sehr schön. So. Gut. Rein theoretisch könnte man jetzt sagen, okay, wir springen hier runter, dann sind wir in Ebene 4. Das könnte aber natürlich auch durchaus sein, dass das nicht gut endet. So.
Deswegen lassen wir das und gehen hier raus. So, wir haben jetzt. Ah, da kommt was auf uns zu. Oh. Okay. Was ich mal lustig finde, ist, man schießt auf die Dinger und die lösen sich in Luft auf. Und man. Genau. Und man geht einfach. Ja. Man kann dann einfach die Sachen aufheben. Oh, das ist, das sind. Oh, hoffentlich überleben wir das. Also den ersten haben wir schon mal. Und den zweiten haben wir auch. Sehr schön. So, das heißt, wir können einmal in die Richtung, können da die zwei Steine wieder hinbringen. So. Klicken zweimal weiter, dann sind wir bei der Schurkin, die kriegt wieder ihre Dolche. Also ich finde, die Gruppe funktioniert ganz gut. Da haben wir einen Pfeil, das ist der neunte, der hier fehlte. So, wir sind von da gekommen. Aha, also da kriegen wir die Tür. Und dann hatten wir hier einen, haben wir hier eine Feuerballrolle. Wir brauchen wirklich einen Magier. Wir hätten uns einen Magier machen sollen und keine Schurkin. Die Schurkin ist völlig unsinnig, aber okay, gut. Wenn wir jetzt hier drücken, geht es da auf. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Oh. Oh, jetzt wird's problematisch. Jetzt sind das schon drei. Ah ja, ist gar nicht so einfach, wenn man keine Munition hat. So, jetzt ist aber unsere Schurkin leider aus ihrer Rüst bewusstlos gehauen worden. So. Für uns heißt das jetzt folgendermaßen: Wir werden jetzt erstmal die ganzen Sachen hier wieder einsammeln und hoffen, dass wir nicht, wenn wir jetzt nach vorne laufen, einem Monster in den Weg laufen. Das wäre nämlich jetzt gar nicht gut. Und werden als erstes mal hier jetzt gleich kurz eine kleine Pause machen. Also eine Ausruhpause. Damit wir hier, also auf jeden Fall nehmen wir schon mal den da weg. So, und jetzt werden wir erstmal eine Ausruhpause machen. Damit wir hier unsere Schurkin geheilt bekommen. So, sehr schön. Gut. Wir speichern, wie immer. Wir haben noch eine halbe Stunde. In der halben Stunde kriegen wir noch ein bisschen was hin. So, und jetzt gucken wir hier mal, was hier noch ist. Einmal im Kreis gelaufen. Da sind wir gerade lang gekommen. Was ist hier? Also es ist durchaus. Also da sind wir gerade reingekommen. Okay. Gut, dann gehen wir hier lang und gehen hier lang. Ah, sowas wie dich hatten wir doch schon mal. Da kommt schon wieder was. Eieiei. Das ist aber auch hier. Also hier ist mehr Betrieb als am Flughafen in Frankfurt. Kann ich euch sagen. Und
irgendwo habe ich, also irgendwo hört sich das bei mir an, als würde genau neben uns so eine Kaulquappe stehen. So ein Froschding. Wie wir es gerade eben jetzt schon ein paar Mal hatten, dieses grüne Ding. Ich frage mich, wo das rumhängt, hopst. Also irgendwo hopst das hier rum, weil das ist viel zu nah, als dass es hier irgendwo sehr weit weg sein könnte. Nur wo? Da geht es nicht lang, also sind wir, gehen wir mal hier weiter. Da ist ein, wieder, da liegt wieder was. Das ist ein Stein, den nehmen wir mal mit, auf jeden Fall. Ah, da geht's durch. Das ist ein Durchgang. Den können wir auch nicht mehr schließen, weil wir sind da gerade durchgekommen. So, da ist auch nichts, also müssen wir da auf jeden Fall weiter. Ah, da ist eine Tür. Jetzt ist nur die Frage, ist das eine Tür, durch die wir schon mal gekommen sind? Da ist. Also, mich dünkt, dass wir hier schon mal waren. Also wir brauchen einen blauen Diamanten für hier. Das ist schon mal sicher. Ah, blauer Diamant gewünscht, blauer Diamant gefunden. So. Wir sind von da gekommen. Genau. Was? Ah ne, steigt eine Erfahrungsstufe auf. Ah, das ist schön. Und was hat uns das jetzt gebracht? Gar nichts. Okay. Gut. Ah, da kommt was. Das heißt, wir haben jetzt irgendwo war eine Tür geöffnet, durch die dieser Herr mit dem Pelzkragen hindurchgeschritten ist. Im Zweifelsfalle ist da hinten die, das auf, sag ich doch. So. Nee. Also irgendwie fühle ich mich jetzt gerade veralbert. Oh, da ist ja auch. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Oh. So. Also manche Sachen sind hier echt komisch mit diesen Durchgängen. Er läuft auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite kommt er wieder raus. So. Da ist ein Stein. Aber das wird. Jetzt seid mal ehrlich. Wir haben doch gerade. Da waren wir doch gerade eben schon mal. Also irgendwie fühle ich mich veralbert in dieser unterirdischen Höhle. So. Okay, jetzt haben wir hier auch. Gut. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt dieses Ding außer Gefecht gesetzt, das uns hier quer durch den ganzen Gang? Wir haben doch gerade zweimal einen blauen Diamanten eingebaut. Warum haben wir jetzt schon wieder einen? Das ist doch nicht wahr. Und hier waren wir schon mal. Hallo? Also da waren wir schon mal. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen, da waren wir schon. Aber wieso? Hä? Moment. So. Jetzt machen wir das mal ganz einfach. Wir legen jetzt mal hier eine Dings hin. Das heißt, da waren wir schon mal. Gut.
Gehen jetzt hier lang. So. Gucken. Okay, zack. Ah, hier waren wir schon und hier liegt keine. So, das heißt, hier legen wir jetzt mal etwas anderes hin. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir hinlegen können. Und zwar legen wir hier ein Schwert hin. So, ein Schwert. So, genau. So, jetzt gehen wir hier, drehen uns nach da, gehen hier lang. Hier waren wir noch nicht. Hier ist nämlich nichts. Hier liegt auch nichts. Hier waren wir noch nicht. Okay, gut. Jetzt ist... Mist. Jetzt habe ich mich... So, das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen und da lang, müssten wir hier... Nein, da haben wir nichts. Gut. So. Gut, da waren wir noch nicht. Also lassen wir... Na, da... Okay. Gut. So. Schwert. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen, da waren wir schon. Okay. Schwert. So. Schwert. Schwert. So. Zack. Hier waren wir noch nicht. Da legen wir jetzt mal eine Magie, eine Unsichtbarkeitsentdeckenrolle hin. So. Zack. Nein, noch eins weiter. Hier waren wir auch schon. Aber wir haben doch. Gut. Zack. So, jetzt müssen wir hier. Hier ist das Schwert. Okay. Da waren wir schon. Okay. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung. So, ah, hier ist die Keule. Ah, da ist ein Diamant. So, den nehmen wir. Gehen jetzt hier lang. Zack. Hier ist das Schwert. Und wenn wir jetzt hier lang gehen, müssten wir zur Magierrolle kommen. Sag ich doch. Haha, ich bin gut. So. Okay, haben wir auch. So, das heißt, wir haben jetzt das Schwert. Und beim Schwert fehlt uns noch eine. Das heißt, wir müssten jetzt einmal hier lang. Das Schwert hat alle vier. Okay, so. Das heißt, hier ist auch kein Diamant mehr. So, den haben wir. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Hier ist die Keule. Da fehlt einer. Da ist aber kein Diamant da. Das heißt, wir müssen einmal jetzt hier lang und hier lang. Und dann haben wir die Keule. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt einmal hier lang. Hier und wieder die Keule. Okay, also müssen wir jetzt einmal schräg laufen. Einmal schräg laufen. Wir haben wieder die Keule. Hä, bin ich jetzt mit Schucke? Das Schwert. Die Rolle. Das Schwert. Die Keule. Und da fehlt der Edelstein. Uns fehlt ein Edelstein. Die Frage ist nur, warum? So, das ist der... Die Keule. Also das heißt, wenn wir gerade laufen, kommen wir immer dahin. So. Das ist das Schwert. Aber da haben wir ja nachgeguckt, da ist kein Edelstein mehr drin. Rein theoretisch müssten wir aber irgendwo noch ein viertes haben. Oder sehe ich das falsch? Das ist die Rolle. Die hatten wir. So. Gut. Zack. Das Schwert. Die Keule. Das Schwert. Die
Keule. Die Keule. Okay, dann nehmen wir mal hier die Keule raus und legen die hier vorne hin und gucken, ob wir jetzt, wenn wir hier lang gehen, das ist das Schwert. Und das ist die Keule. Das ist die Magierolle. Und das Schwert. Okay. Wir holen uns jetzt einfach mal alle Steine, die wir haben. Ah. Rein theoretisch müssten wir eigentlich zwei. Ah, okay, Moment. Ah, okay. Das ist ein sehr interessantes Rätsel, muss ich sagen. Ein sehr interessantes Rätsel. Ich weiß nur nicht, wie ich das Rätsel lösen soll. Ah! Das heißt, hier waren wir noch. Das heißt, hier müsste noch. Ah, da ist er. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ja, sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch dahin kommen, wo dieser Edelstein fehlt. Da ist einer. Da fehlt er. So. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir den nächsten Gang geöffnet. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Das klappt doch wie die Faust aufs Auge. So, hier haben wir ein Kettenhemd. Das kriegt natürlich Ding. Da haben wir alle Dinge, die nehmen wir also mit. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Pfeil. Das heißt, jetzt haben wir, hey, wir haben das Rätsel gelöst. Es war zwar nicht ganz so einfach. Also, das war schon mal ein knackiges Rätsel, das muss ich mal sagen. Hier haben wir schon ein paar Proviant. Dinge. Das ist sehr schön. So. Und wir sehen, also auf der einen Seite ist ein Durchgang, auf der anderen Seite ist ein Durchgang. Und wir haben jetzt geschafft. Hier geht es einmal nach unten und nochmal nach unten. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir nach unten? Und das machen wir auf jeden Fall heute noch. Wir werden aber jetzt erst einmal hier ein Camp einrichten. Also hier werden wir jetzt erstmal campen, wobei, Moment, Moment, nein, 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 nein. So, also, für Zauber beten, weil eigentlich müsste sie, jetzt hat sie vier, sie hat Ada, Lähmung aufheben, Schutzbann. Ah, es fehlt uns immer noch Tote erwecken. Gut, Schutzgewand lernen wir. Oh nee, Nahrung erschaffen, Moment, 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 löschen. Nahrung erschaffen, sehr schön. Das ist nämlich ganz praktisch. Hier machen wir nochmal Gift verlangsamen und da machen wir nichts. Das heißt, wir machen jetzt hier ausruhen. Dann lernt die auch gleichzeitig die Zauber. Das heißt, wir können jetzt einmal Nahrung erschaffen, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie ich die Zauber einsetze. Das muss ich noch rausfinden. Schriftrollen. Okay, gut. Also, dann speichern wir. Weil wir sind jetzt hier an einem neuen Punkt. Also heute sind wir gut vorangekommen, muss ich feststellen bisher. So, jetzt geht's runter.
Aha, okay. Ah, hier, wir sind jetzt in einem. Okay. Das hört sich nach etwas an, was nicht ganz so nett sich anhört. So. Okay. Gut, wir sitzen fest, also geht's weiter. Und hier sind Netze, das heißt, ja. Also, wir sind von da gekommen. Wir gehen mal nach da. Netz. Ne. Wir sind von da gekommen. Da ist ein Netz. Dann gehen wir nochmal nach da. Ah ne, wir sind von da gekommen. Okay. So, dann gehen, da sind wir, glaube ich, gerade schon mal durch. Nee, doch nicht. Das kenne ich noch nicht, den Gang. Okay. Ein bisschen vorsichtig, weil hier sind mit Sicherheit, wenn hier Netze sind, sind mit Sicherheit hier entweder Spinnen oder Tridder. Also Dunkelelfen, die links sind. Aber gut, okay, wir müssen hier irgendwo durch. Also gehen wir mal hier durch. Da geht's nicht durch. Das ist nicht gut. Okay. Ja, das wird jetzt etwas tricky. Weiß ich jetzt schon. Ah, da ist eine Spinne. Wusste ich doch. So, dann müssen wir jetzt eins machen. Wir müssen hier einmal ausruhen. Das war nicht gut. Gut. Spieloption, Spielladen. Ja. Gut, das war nicht Sinn der Sache, aber wir sind gerade darunter, also gehen wir jetzt mal hier runter. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Okay. Also hier kommen wir zu einem Gang, der offen ist. Schon mal ein bisschen besser als das, was wir eben hatten. Oh, was? In unten heilen. Nachdem er sich erholt hat, dankt euch der Zwerg. Ich dachte schon, das Messer dieses Dunkelelfs hätte mich geschafft. Im Kampf wurde unser König schwer verwundet und der junge Prinz entführt. Ich wollte sie aufhalten, jedoch die Übermacht war zu groß. Ihr habt mein Leben gerettet. Ich wüsste gerne einen Weg, euch zu danken, doch ich habe nichts. Ich würde von meinen Leuten im Kampf getrennt. Lasst mich mit euch ziehen, dass wir zusammen mein Volk suchen können. Ja, bald, dann haben wir ein weiteres Teammitglied. Das heißt, wir können den Schurken zurückziehen. Wir haben einen weiteren Kämpfer, den wir nach vorne stellen können. Als sich Tagoa euch anschließt, sagt er: Während des Kampfes habe ich den Feind über eine Treppe hier heraufgejagt. Meine Leute sollten sich also direkt unter uns befinden. So, gut. Also erstmal machen wir jetzt das. So, wir machen ja, einmal rechts, einmal links. So, er hat er hat eine Axt. So, aber wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, vorhin doch ein Schild mitgenommen. Genau. Ein Schild, jetzt bekommt er ein Schild. Ja, wo ist er? Da ist ein Schild. Ein Schild. Nein, ein Schild. Dahin. So, gut. Und weil wir Dings sind, setzen wir uns mal hier hin und ruhen uns aus. Das zum einen. Und wenn wir uns ausgeruht haben und unser Zwerg gut erholt ist, gehen wir hin und machen einmal hier. Ja. Okay. So. Zurück einstellen. Was haben wir hier eigentlich? Musik an, Geräusche an. Okay, gut. Gut, okay. So, dann machen wir uns mal weiter. So. Also, hier. Ah, interessant. Oh, oh.
Moment mal. Okay. Also das ist mit Sicherheit was Zwergisches, weil nur so sowas können nur Zwerge erschaffen. Wände, die man nicht sieht. Okay. Da ist ein Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. Wir haben ja schon einen. Hallo. Okay. Oh. Okay. Okay, das bringt uns nichts. Also lassen wir das mal. Gehen wir mal hier weiter. Und gucken. Also bei den Wänden weiß ich, da ist immer manchmal so ein, der Steine hier oder hier, die als Punkt sind, wo man draufdrücken kann, obwohl man kann mal die anderen Sachen drücken, wo man dann eventuell einen Durchgang frei machen kann. Aber hier haben wir jetzt nichts. Okay. Da ist der Ding, das heißt, wir gehen mal hier lang. Oh, das ist ein großer Raum. Da ist eine Einschrift. Grünkönig unter dem Berg. Okay. Okay, da haben wir Türen. 1, 2, 3. Grün der Furchtlose. Grün Inhaber der Weisheit. Okay. Und Grün Zerstörer des alten Volks. Naja, gut, das ist jetzt die Frage. Huch. Das ist jetzt natürlich. Dann machen wir hier mal auf. Im Zweifelsfall würde ich jetzt sagen. Was? Zugangsschalterkontrolle. Aha. Im Zweifelsfall würde ich jetzt sagen, wir hätten da hinten eine weitere. Wir haben ja hier hinten den Punkt gehabt, wo wir die beiden Links hatten. Aha, genau. Zugangskontrollschalter. Okay, gut. So, jetzt machen wir aber mal eins. Wir machen hier dieses Ding mal auf. Das heißt, falls dann nehme ich hier das Loch hier hinten. Das dürfte das letzte Loch sein. Guck nochmal, nur so als Dings. Ja, genau. Wenn wir das Loch geschlossen kriegen, könnte es nämlich sein, dass wir das hier wohl. Jetzt natürlich schwierig. Weil wir können da nicht, nee, wir können da nichts hinlegen. Wir müssen mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn wir dieses Loch nicht zukriegen, kann es nämlich sein, dass von da was kommt. Und das wäre natürlich jetzt nicht ganz so ganz so gut. Deswegen machen wir hier das Loch wieder auf und kümmern uns um die weiteren Türen, die wir hier haben. So, machen wir mal hier auf. Da ist ein Schlüssel. Ein weiterer Schlüssel, den können wir gut brauchen. Schlüssel sind immer gut. Okay. Und das heißt, einer der Schlüssel passt jetzt entweder hier. Der passt nicht. Der passt aber. Sehr schön. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Magierrobe. Die packen wir mal hier hin. Und eine Kette. So, gut. Jetzt ist die Frage. Wie kommen wir?
Hier ist ja nichts. Hier hatten wir ja schon geguckt. Genau. Das heißt, irgendwo müsste hier was sein. Die Frage ist nur, wo. So, wir nehmen jetzt mal das hier. Nein, es ist zu weit. Das fliegt zu weit. Das ist blöde. Was machen wir? Ja? Wir sind eine Etage tiefer. Ob wir hier irgendwo wieder hochkommen? Oder sind wir jetzt in der nächsten Ebene, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten? So. Aber. Ah. Zwergenrune. Sehr schön. Hier ist ein guter Platz zum Rasten, würde ich sagen. Weil die Zeit ist fast vorbei für heute. Und ich will es auch nicht übertreiben. Außerdem wartet hier noch jemand anders, der was machen möchte. Deswegen machen wir jetzt mal Schluss hier. So, wir machen Spielende. Ja, Spiel verlassen. So, sehr schön. So, wir gehen hier drauf. Gehen hier rüber. Und ich gehe noch mal kurz in den Chatting-Bereich. So, genau. Also, wir sind heute relativ weit gekommen. Wir haben ein neues Gruppenmitglied angeworben, beziehungsweise, nein, nicht angeworben, es ist uns in den Schoß gefallen eigentlich. Wir haben einen Zwerg gerettet, der jetzt in unserer Gruppe drin ist und der mit uns zusammen das Ganze hier jetzt vorantreibt. Wir gucken mal. Wir sind also etwas schlagfertiger geworden. Das heißt, wir könnten gucken, dass wir als nächstes dann vielleicht noch einen Magier dazu bekommen. Das wäre natürlich das Perfekte. Bis dahin sagt euch Tschüss für heute, eure Josie.